Die Wahl zum Champion des Jahres. Am Montag wird sie in Hurghada in Ägypten getroffen. 3.800 Sportler haben aus 125 deutschen Medaillengewinnern eine Vorauswahl getroffen und nominiert sind Kanute Sebastian Brendel, Wasserspringer Patrick Hausting, der nordische Kombinierer Erik Frenzel, Bahnradsprinterin Christina Vogel und Rennrodler Felix Loch. Ich finde es erstmal schon mal Hammer, dass ich überhaupt nominiert bin und ja, deswegen, ich bin so wie ich bin und dann werden wir sehen, was am Ende der Woche dann dabei rauskommt. Wäre natürlich Wahnsinn, wenn das klappen sollte, aber ich wäre auch nicht traurig, wenn es nicht so ist, weil die anderen vier sind genauso Wahnsinn. Rund 75 deutsche Athleten sowie frühere Champions wie Speerwurf-Weltmeisterin Christina Oberquöll stimmen bei der einwöchigen Veranstaltung im Orient ab. Ein Patentrezept für den Sieg gibt es aber nicht. Mal gucken, vielleicht drücke ich mal Flyer oder so, was ich mache Wahlkampf. Ich weiß es nicht, ist schwierig. Also ich glaube, das Beste ist immer, wenn du bleibst, wie du bist. Ich gehe ja nachher mal an die Bar, vielleicht muss ich eine Runde schmeißen, vielleicht kann ich die bestechen, ich weiß es noch nicht. Also wir gucken mal, wie die Woche sich ergibt. Ob Rodeln oder Bahnrad, Olympiasieger oder Weltmeister, Medaillen holten die 5 Titelanwärter im vergangenen Jahr viele. Der Champion des Jahres ist aber der deutsche Topsportler, gekürt von den eigenen Kollegen.